Hallihallo, liebe Leute. Ich war shoppen im World Wide Web und habe eine Seite gefunden. Die kann ich euch gerne unten in der Infobox auch mal verlinken. Da kann man aus Holland Kaffee bestellen. Und Was da sagt wir. ihr zu Püffchens Nice Coffee Bar? Ja, unsere Coffee Bar. Und da wir ja Kaffee absolute Liebhaber sind, dachte ich mache mal Großeinkauf und habe tada, eine riesengroße Kiste voll mit Kaffeepads bestellt in den verschiedensten Sorten von Double Chocolate über Vanille, Karamell, Mandel, Irish Cream, Haselnuss, alles Mögliche. Und die wollen wir heute mal mit euch durchtesten. Ob das auch was taugt. Ich würde sagen, ich räume jetzt erstmal von jeder Sorte eine hierher, weil die haben von jeder Sorte zwei Stück geschickt. Also, das ist übrigens von der Marke, da steht's, Domino Original. Ist eigentlich ursprünglich eine Firma aus Belgien, habe ich gelesen. Bis auf dieses eine hier. Das heißt Minges. Das kommt ursprünglich aus Deutschland. Ist alles für Kaffee-Pet-Maschinen, so wie die Philips Senseo. Und wollen wir mal das erste durchlaufen lassen. Schokolade. Schokolade. Darf ich mal schnuppern? Darf ich aufmachen? Ja, Pupsi. Wow. Nur meistens riechen die so krass und dann schmeckt man es nicht so Also sehr. ganz normale Kaffeepads. Die legen wir jetzt mal in unsere Maschine Los und geht's. machen mal einen Schokoladenkaffee. Und natürlich bei uns muss ein Schluck Milch rein. Hübschen ist mein großer. Egal. Willst du zuerst? Danke. Sieht nice aus. Schmeckt nach Schokolade. Lecker. Ja. Aber kack. Ja. Also wie so Zartbitterschokolade. Ja, ist es bestimmt auch. Ja. Aber nicht Lecker. schlecht. Ich tue jetzt mal das Ganze hier so für euch hinstellen. Tüffi, darf ich als nächstes Ja. aussuchen? Mich interessiert sehr der Irish Cream. Ja, Irish Cream ist ja quasi so eine Art Haselnuss. Oh, das riecht ein bisschen nach Alkoholpüffchen. Hatten wir doch auch mal von der anderen Ja. Maschine. Aber auch schöne Packung. Auch eins. Püffchen, wie rechnet man das denn aus? Hier steht es bei 100 Gramm. Also 18 mal 7 Gramm sind 126 Gramm sind in der Packung, ne? Ja. Und jetzt steht hier, bei 100 Gramm hat das Ganze 5 Kalorien. Also hat eins eigentlich gar nichts. Verstehe ich nicht. Egal. Püppchen, wir sind jetzt bei Irish Cream. Ja, Püppchen, die gefällt mir so gut, die Packung. Komplett anders. Schmeckt nach Alkohol. Ja, schon. Aber da ist ja eigentlich. Schmeckt wie Baileys Kaffee. Ja, das stimmt. Nee, da steht nur Irish Cream Flavor, also da ist nur Geschmack. Aber lecker. Gut.
Mit Püppchen. Aber hat mir jetzt besser geschmeckt wie der Schokolade. Nee, mir hat der Schokolade besser. Und jetzt suchst du eins aus. Dann nehme ich mal Nuss. Den hatte ich schon. Der schmeckt richtig gut, das weiß ich ja schon. Brauchen wir viele Klammern dann. Oh. So, dann machen wir das jetzt mal. Eine Tasse wäre auch von Vorteil. Und Schluss. Wow. Und dann waren welche weg. Und dann waren sie getrunken, wo ich frei hatte. Willst du wieder? Derzeit mache ich schon mal Wasser wieder rein. Ja, not my favorite, aber gut. Wie findest du, schmeckt das nach Nuss-Nougat-Creme? Wenn ich ehrlich bin, nein, aber wenn du es sagst. Ich finde schon. Oh, riecht das nach Marzipan, du. Also ich hasse Marzipan. Ja. Oh. Also für Leute, die Marzipan lieben, go. Also das ist, glaube ich, was, das wird mir überhaupt nicht schmecken. Schmeckt auch genauso, wie es riecht. Findest du das gut? Also, jetzt nicht ganz schlecht. Es geht. Okay. Dann wähle ich jetzt als nächstes... Ich nehme mal Cappuccino. Das habe ich nämlich auch noch nie gesehen gehabt vorher. Riecht einfach nach Kaffee. Hm. Oh, der ist schon mal... nicht schwarz. Ja. Also der hat schon mal eine ganz andere Farbe wie die anderen. Mhm. Jetzt mal ohne Milch probieren, weil eigentlich brauchen wir bei Cappuccino ja keine. Sieht ziemlich wässrig aus. Heiß. Ja, der schmeckt auch ein bisschen wässrig. Der hat wenig Geschmack. Ja. Schmeckt nicht so viel nach Kaffee. Hm. Also oder das ist wir jetzt... falsch gemacht? Nee, eigentlich nicht. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Nee. Ich möchte Vanille. Das ist mal bei Senseo mein Lieblings. Kaffee Latte Vanille. Der schmeckt auch sehr gut. Den hatten wir aus Luxemburg auch schon mal. Mhm. Ja. Lecker. Lecker. Also sie liebt den Kaffee Latte Vanilla, den es von Senseo gibt. Der ist wieder schwarz. Schwarz wie meine Seele. Wo du sagst, der ist lecker. Nee, der hat mir geschmeckt. Ja, aber ich muss sagen, der schmeckt mir jetzt bisher am besten. Der Vanille. Ja. Obwohl Karamell ist
auch nicht so mein Fall. Aber das packen wir davon nicht. Nee. Nur von Senseo. Aber da mag ich auch nicht so gern. Nur hier, es wundert mich halt, es sind alles stinknormale Pads. Ja, weil die ja auch nur aromatisiert sind, ja, und nicht wie bei, bei Senseo sind die ja mit so große Pads, da ist ja Milch mit dabei. Ja. Und hier nicht. Und go. Ich muss ja echt sagen, die Verpackungen sehen so cool aus von denen. Auch lecker. Mhm. Gut. Pass auf, es ist heißer. Wird immer heißer. Ja. Was auch immer Doppelschokolade heißt. Hoffentlich doppelt so viel Schokogeschmack. Die sieht richtig schön aus. Ja. Wow. Aber riecht auch nach dunkler Schokolade. Ja. Können die das mal mit weiter machen? Der ist auch dunkel. Dunkel wie die Nacht. Richtig dunkel. Und da darf ich jetzt als erstes. Aber nichts sagen. Riech ich ein bisschen verbrannt. Nach verbrannter Schokolade. Ich darf ja noch nichts sagen. Also ich hätte jetzt gesagt, das hier schmeckt tausendmal besser wie das. Ja. Also schmeckt. Hätte ich gut jetzt gesagt. Schmeckt schon lecker. So, dann würde ich mal zu einem Fazit kommen von dem Ganzen. Also, erstmal zu dem Preis. Auf der Seite, die ich euch hier unten verlinke, habe ich bestellt. Es gibt noch viel weitere. Ich glaube sogar, dass es diese Sorten auch bei Amazon zu kaufen gibt, aber nicht einzeln. Immer nur kartonweise, und das ist ja für einen Normalhaushalt ein bisschen arg viel, weil wir haben ja jetzt, ups, diese Menge nochmal. Diese von Domino haben dort gekostet 1,69 Euro, soweit ich weiß. Und diese 1,79 Euro. Also quasi so viel, wie als wenn in Deutschland das Senseo im Angebot ist. Oder ein klein bisschen teurer, wie in Deutschland die Billigpads. Sind da bei uns auch 18 drin. Ja. Und mein absoluter Favorit ist eigentlich der Vanille, und absolut eklig fand ich den Cappuccino, der mit Marzipan-Mandelgeschmack ist auch nicht, überhaupt nicht mein Fall, aber der hier schmeckt richtig ekelhaft. Also ich fand den Cappuccino auch eklig und der Vanille hat mir sehr gut geschmeckt. Der Karamell auch und der Schokolade auch. Obwohl der Irish Cream vom Geschmack her hat mir auch geschmeckt. Ja. Also jetzt so das Marzipan brauche ich nicht unbedingt. Haselnuss auch nicht unbedingt. Also so richtig eklig war eigentlich nur der Cappuccino. Ja. Den anderen kann man trinken oder, wie wir das jetzt machen werden, wir bieten den einfach unseren Gästen an.
Oder ich nehme ein bisschen davon mit auf die Arbeit. Die sollen mal durchtesten. Ja. Ja, dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat heute mit uns an unserer Püffchen Kaffeebar. Diese hier gibt es auch, das kann ich euch mal kurz einblenden, für die Nespresso-Maschine gibt es von dieser Firma genau diese Geschmäcker auch in Kapseln. Für die Dolce Gusto haben die auch Kapseln im Geschmack, aber nicht von dieser Firma. Also die weiß ich nicht, wie sie schmecken. Mhm. Wir haben ja auch keine Dolce Gusto. Ja. Daher schön, dass ihr uns zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Bye.